wenn ich Fernsehen schaue, dann klingt immer alles so positiv. Jeder bekommt seine Hilfen, sie wollen alles machen. Ich weiß noch, wie die Steuerberaterin zu mir gesagt hat, ja, sie bekommen das und das. Und habe ich gesagt, das ist super. Und ich glaube, ich war der einzigste Mensch, der sich darüber gefreut hat, weil ich gesagt habe, ja, wenn das so ist, kann ich meine Rechnungen bezahlen. Ich wusste nicht, dass ich 2, 3 Monate darauf warten muss, damit die Hälfte davon kommt. Und dass ich mit nichts dastehe. Ich verstehe das nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und es macht mich auch traurig. Es macht mich richtig traurig, dass man so Existenzen kaputt macht. Als wären wir niemand, als wären wir nicht wichtig. Ich habe so hart gearbeitet. Jeden Tag 14 Stunden. Mein Mann hat damals die Kindererziehung übernommen. Ich war nur am Arbeiten, mein Geschäft aufbauen, dass ich schuldenfrei leben kann, dass wir uns dieses Haus kaufen können. Und ich dachte immer, wenn was schief läuft, dann durch mein eigenes Versagen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Jahre arbeite, mein Geschäft aufbaue, erfolgreich bin, dass es mir von heute auf morgen über Nacht kaputt gemacht wird durch einen Virus. Das ist Wahnsinn. Ich habe immer gesagt, vielleicht kommt mal die Zeit, wo sich wenige Menschen tätowieren lassen. Ja, dann brauche ich vielleicht 1, 2 Tätowierer weniger. Aber ich werde immer das Geld, wenn ich selber arbeiten kann, ich werde das immer dieses Geld verdienen, dass ich meine Kinder ernähren kann und davon leben kann. Und jetzt kann ich es nicht mehr. Also, ich bin die Diana Auerbach. Ich bin seit 2005 selbstständig in der Tätowierer- und Piercingbranche. Seit 8 Jahren lebe ich hier in Niederbayern, in Altreichenau, und dort habe ich auch mein Studio. Und mit in meinem Studio habe ich noch 5 weitere Tätowierer von der ganzen Welt bei mir beschäftigt. Ich sage immer spaßeshalber, ich bin der Letzte in der Nahrungskette, weil ich nicht in der Stadt bin. Ich habe absolut keine Laufkundschaft. Altreichenau ist nichts, das ist im Nirgendwo, ne? Und ich muss mit Qualität überzeugen können. Aber obwohl ich so weit vom Schuss weg bin, haben wir sehr gute Kunden. Ein ganz großer Teil kommt von Österreich. Ich habe auch Kunden aus der Schweiz, von Oberbayern, von München, von Dortmund sogar. Sie kommen von überall her. Ich habe 4 Tätowierer bei mir, die sind freiberuflich auf selbstständiger Basis. Und ich habe auch einen Festangestellten bei mir. Dieser belastet mich natürlich jetzt schon, wenn kein Geld reinkommt, aber ich muss Gehaltszahlungen machen. Und dadurch, dass die Hilfen nicht fließen, jetzt haben wir März und ich habe jetzt erst den Rest von der Dezemberhilfe bekommen. Und Januar, Februar, das steht alles noch aus. Man muss mit seinem Privatgeld reingehen und mittlerweile beim ersten Lockdown hat man schon viel aufgebraucht, geht es jetzt schon an die Reserven für die Altersvorsorge. Als wir wieder arbeiten haben können, es war nicht so, dass das Geschäft schlagartig geboomt hat, weil viele hatten kein Geld für ein Tattoo wegen Kurzarbeit, viele haben ihren Job verloren. Und das Problem war, man hat uns die Monate genommen, wo wir am meisten verdienen. Weil im Sommer gehen ganz wenige zum Tätowieren. Und wir müssen eigentlich März, April, Mai, auch Februar, wir müssen vorarbeiten für diese Zeit. Und diese Zeit war weg. Komplett weg. Und wir sind mit nichts in den Sommer rein. Und es waren schon harte Monate. Und dann, wo wir wieder anfangen haben, Geld zu verdienen, das wir können, ist wieder zu. Also das, wo wir erarbeitet haben, haben wir eigentlich dafür gebraucht, um das wieder zu bezahlen, was beim ersten Lockdown übrig geblieben ist und unbezahlt war. Im ersten Lockdown sind die Hilfen geflossen. Ich habe 5.000 Euro bekommen und ich habe auch für privat, weil diese Hilfe war ja nur für geschäftlich, ich habe für privat Hartz IV bekommen. Die sich aber leider wieder komplett zurückbezahlen muss. Nachdem ich wieder gehört habe, dass ich arbeiten darf, habe ich mit dem Amt telefoniert, damit ich keinen Fehler machen kann.
Ich wollte wissen, wie es weitergeht, ob wir das jetzt sofort stilllegen, ob das weiterläuft. Und die nette Dame vom Amt hat gesagt, es wird erstmal weiterlaufen, es wird nicht stillgelegt, weil es passieren kann, dass nicht genug Kunden kommen und ich immer noch hilfebedürftig bin. Sollte das Geschäft gut laufen, man muss ja dann am Schluss seine Kontoauszüge vorlegen, muss ich natürlich alles, was ich zu viel gearbeitet habe, wieder zurückbezahlen. Okay, ist ja kein Problem. Laut meinen Kontoauszügen war ich nach wie vor hilfebedürftig, aber mir wurde zur Last gelegt, dass ich nicht Bescheid gegeben habe. Und deswegen bin ich auch beim Rechtsanwalt. Gleich im November bin ich zum Rechtsanwalt. Es ist bis heute aber noch nichts passiert und es hängt in der Luft. Sie haben auch meinen Anruf verzeichnet, das ist richtig. Aber es steht drin, ich habe nachgefragt wegen dem Hilfebescheid und nicht, dass ich wieder arbeiten kann. Und das ist der Knackpunkt. Und ich habe auch für November, nachdem wir nicht mehr arbeiten durften, einen weiteren Hartz-IV-Antrag gestellt. Im Oktober waren meine Einnahmen wieder besser. Diese Einnahmen wurden geschätzt, was ich in den nächsten Monaten verdienen werde, obwohl sie wissen, dass ich nicht arbeiten kann. Und somit bin ich nicht hilfebedürftig. Und es ist richtig. Wenn ich arbeiten könnte, wäre ich nicht hilfebedürftig. Aber ich darf nicht arbeiten. Und bis März bekomme ich nicht mal Hilfe zum Lebensunterhalt, gar nichts. Es hat geheißen, auch für den Hartz-IV-Antrag, es ist alles vereinfacht. Ich musste bis 2017 rückwirkend privat und geschäftlich alles offenlegen. Mit Gewinn, Verlustrechnung, alles, was dazugehört, Materialbedarf, das schafft man alleine nicht mehr. Natürlich brauche ich einen Steuerberater und ich bin froh, dass der mir hilft. Der macht sehr gute Arbeit. Dieser kostet natürlich allerdings Geld. Das muss ich bezahlen. Und das ist nicht wenig. Das, was ich vom Amt bekommen habe, auf dieses Geld, was ich 2 Monate gewartet habe vom Hartz IV, ging direkt an den Steuerberater. Ich hatte davon gar nichts und soll es jetzt aber auch noch zurückbezahlen. Ich fühle mich alleine gelassen. Ich fühle mich komplett auf mich gestellt. Dadurch, ich bin der Meinung, ich finde es super, dass Hilfen kommen. Und es ist alles besser wie gar nichts. Und aber das Problem ist, wenn ich ein Hilfepaket mache, dann soll das jeden Monat kommen. Und ich soll nicht 2, 3 Monate oder länger darauf warten müssen und es nur tröpfchenweise bekommen. Und ich finde es auch blöd, dass es dann alle 2 Monate eine neue Hilfe gibt. Zu jedem Mal wird es weniger, zu jedem Mal wird es schlechter. Finde ich, sollte auch nicht sein. Und es sollte auch nicht passieren, dass man nicht mal die Grundsicherung zum Lebensunterhalt bekommt. Das Nötigste. Man hat Reserven, aber diese Reserven sind natürlich irgendwann aufgebraucht. Und gerade weil ich jetzt auch Gehaltszahlungen habe, und das merke ich richtig. Und wenn natürlich privat nichts reinkommt, ich habe ein Haus, ich habe einen Hauskredit, ich kann dieses Haus nicht mal verkaufen, weil es zur Hälfte Rohbauzustand ist. Ich würde nur mit Schulden rausgehen, also ich muss dieses Haus erhalten und die Bank möchte natürlich seinen Kredit haben. Und ich muss das bezahlen und auch Krankenversicherung und Strom. Und ich habe zum Glück Freunde, die wo mich unterstützen. Und wenn es wirklich ist, die eine hat mal die Krankenversicherung bezahlt, der nächste hat meinen Strom bezahlt. Ich habe das immer auf Facebook mitgeteilt, wie es mir momentan geht, wie es ausschaut mit den Hilfen. Ich wollte nicht betteln, aber ich wollte, dass die Leute wissen, weil jeder gesagt hat, warum jammern denn die Selbstständigen? Sie kriegen doch ihre 75%. Ja, wenn sie kommen würden, aber nicht, wenn man monatelang darauf warten muss. Und ich wollte einfach, dass die Menschen das wissen, dass das nicht so ist, wie es im Fernsehen läuft. Ich war so oft gerührt. Ich habe Kunden gehabt, auch Fremde, die wo mich angeschrieben haben, kann ich dir helfen? Kann ich dir Geld geben? Ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt, ich habe es abgelehnt, aber aus diesem Grund, weil man muss ja auch alles zurückbezahlen. Und selbst wenn ich arbeiten kann und dieses Geld, was ich verdiene, ich muss erst schauen, dass ich wieder meine ganzen Rechnungen bezahle und ich möchte diesen Stapel nicht noch. Darum habe ich gesagt, ich möchte erst schauen, dass ich das so schaffe, ohne dass ich noch mehr Schulden drauf mache. Das ist das Gleiche mit einem Bankkredit.
wenn ich schon 5.000 an das Amt zurückzahlen soll und ich nur einen Bankkredit, wie soll ich am Schluss alles zurückzahlen? Dieses Kartenhaus bricht irgendwann zusammen und das möchte ich natürlich vermeiden, dass ich immer mehr Schulden aufbaue. Auf dem Konto habe ich nicht wirklich viel. Ich bin momentan so, ich verkaufe meine privaten Sachen. Alles, mit dem ich Geld machen kann, verkaufe ich momentan. Auch mein Auto steht zum Verkauf. Das ist das, was ich natürlich vermeiden möchte, dass ich das Studio aufgeben muss, weil ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Und ich habe einen Hauskredit und viele Kosten, was ich tragen muss, auch wenn es vom Studio wegfallen würde. Aber ich würde alleine, ich bräuchte einen Fulltime-Job, egal was, in der Fabrik und bräuchte aber zusätzlich noch einen weiteren Job, damit ich den Kredit und alles tilgen kann. Sonst würde das nicht funktionieren. Ich habe gleich am Anfang, wo das gekommen ist mit Corona 2, wollte ich einen Ganztagsjob annehmen. Darf ich nicht, weil sonst bekomme ich die Hilfen nicht. Ich darf geringfügig dazu verdienen. Einen 400-Euro-Job. Ich habe mich auch beworben zum Regale einräumen. Ich glaube, da standen meine Tattoos im Weg. Ich habe nur Absagen bekommen, aber das ist kein Problem. Also es ist im Endeffekt schon ein Problem, aber man schaut schon anderweitig. Ich habe dann angefangen, Deko zu machen, Dekofenster, Dekobilder, dass ich die auch noch verkaufen kann. Ich versuche es halt dann auf anderen Weg. Ich bin ja nicht nur Tätowierer, ich habe Friseur gelernt, ich habe Visagist gelernt, ich bin Tätowierer, ich bin Piercer, ich habe 4 Berufe und konnte damit in der ganzen Zeit in Corona nichts anfangen. Das ist traurig, wenn man 4 Berufe hat und es geht nichts. Ne? Also wenn es jetzt ganz hart auf hart kommen würde, kann ich immer noch sagen, ich gehe im Friseurberuf zurück. Damit hätte ich auch kein Problem. Ich muss sagen, seit 20 Jahren sind wir Tätowierer, was diese Hygiene betrifft, weit voraus. Wir arbeiten wie in einem OP-Studio. Da fehlt sich gar nichts. Auch viele Tätowierer, besonders wir, sind regelmäßig auf Hygieneschulungen, hatten selbst auch schon Hygieneschulungen abgehalten. Wir haben auch angefangen, bestimmte Bereiche nicht mehr zu tätowieren. Im Oberarmbereich, im Brustbereich, im Gesichtbereich haben wir bewusst alles weggelassen. Wir haben angefangen, nur noch einen Kunden am Tag zu bedienen. Dieser eine Kunde am Tag, ich würde damit keine Sprünge machen, aber dieser eine Kunde am Tag würde mir helfen, um zu überleben und dass ich meine Kosten und alles tragen kann. Und man kann ja auch alles nachverfolgen, weil seit Jahren führen wir schon Listen über Name, Adresse, Telefonnummer. Ich kann sogar sagen, was ich vor 5 Jahren beim Kunden, welche Nadel ich benutzt habe. Es wird alles notiert, welche Nadel, welche Farbe, da kommt nichts aus. Wenn ich höre, dass jetzt auch Permanent-Make-up wieder angeboten werden darf, was im Gesicht ist, warum darf ich da nicht tätowieren? Zum Beispiel die Wade am Fußende. Auch damit öffne ich die Haut, wenn ich permanent Make-up mache. Und das finde ich dann schon ungerecht, dass man uns so nach hinten schiebt. Es ist auch schwierig. Ich mache ja Piercing auch. In dieser Corona-Zeit, viele können nicht warten. Sie machen es dann privat. Es sind schon die tollsten Unfälle passiert. Und es ist ja auch, wie viele sagen, ja, aber Friseur ist doch wichtiger wie Tätowierer. Könnte man meinen, ich bin nicht nur dazu da, dass ich die Haut bunt mache. Ich habe viele Kunden, die zum Beispiel Borderliner sind, die wo sich ritzen, Kunden, wo vielleicht Beziehungsprobleme haben, psychische Probleme, die brauchen das für die Schmerzverarbeitung. Ich habe Kunden seit vielen Jahren, Borderliner, die kommen zu mir zum Tätowieren, sie ritzen sich nicht mehr. Diese schreiben mich jetzt auch an und sagen, Diana, ich bräuchte dich, mir geht es so schlecht und ich kann und darf nicht. Also wir haben schon auch eine medizinische Sicht, auch für die Psyche. Also manchen tut es richtig gut für die Psyche, wenn sie zum Tätowierer gehen können.